zweiteinfachste Figur in unserem Ensemble ist definitiv der Turm. Denn dieser lässt sich auch mit der bisher oder mit den bisher gekannten Techniken oder erlernten Techniken sehr einfach nachmodellieren. Wir sehen, ich habe das hier schon gemacht bis ganz oben. Jetzt schauen wir uns allerdings mal an, wie wir das hier schön, ja, wie wir diese Turmspitze oder das Turmplateau schön modellieren können. Es gibt auch hier zwei Möglichkeiten. Die erste haben wir schon besprochen, und zwar kann ich hier die Punkte extrudieren mit E. Ich starte mal gerade wieder das Display hier mit E und bestätige durch die Enter-Taste, und dann skalieren wir das Ganze und schon kann ich hier meine Zinnen generieren. Drücke hier noch einmal oder mache noch mal hier eine Extrusion, Enter, und dann können wir hier die extrudierten Elemente runterziehen. So haben wir dann unser Plateau. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, wie wir das machen können. Die andere Möglichkeit, ich gehe mal zwei, drei Schritte zurück mit Steuerung Z, so, besteht darin, dass wir, wenn wir hier eine ja, neue oder neue Flächen schaffen wollen, die sich an den außenliegenden Kanten orientieren, dann können wir es einfach machen mit einem sogenannten Inset Faces. Dazu drücken wir die Taste I und auch hier können wir nach innen skalieren. Und im Endeffekt hat es den gleichen Effekt. Es funktioniert halt nur nicht, wenn man nach außen skalieren möchte. Denn das funktioniert mit Inset Faces eigentlich nicht. Deswegen heißt es auch Inset Faces. Und wir können das auch so machen, dass wir hier entsprechend eine über I eigentlich wieder eine Extrusion machen und dann das Ganze runterziehen. Also ist es ähnlich wie die Extrusion, ein Verdoppeln von Punkten, mit dem man dann arbeiten kann. Das ist also in beiden Fällen das Gleiche. Die Frage, die sich jetzt zum Abschluss stellt, ist, wie bekomme ich die Zinnen hin? Ja, jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass man hier einfach ein paar Flächen nimmt und die dann runterzieht und dann sieht es aber nicht so schön aus und das Ganze, ja, natürlich kann man das so dementsprechend machen. Das sieht, ja, wenn ich das jetzt hier so sehe, gar nicht so schlecht aus. Ich suche mir einfach hier im Top-Modus, suche ich mir entsprechend die jeweiligen Zinnen aus. Ich mache das mal gerade. So, könnte die jetzt so nehmen und könnte jetzt einfach runterziehen und hätte da schon eigentlich eine ganz nette, ja, sieht schon ganz gut aus, einen Turm, der mir vielleicht schon gefällt. Ich stelle mal gerade hier wieder auf Flat um, damit man es einigermaßen ordentlich sieht. Jawohl, aber ich hätte auch die Möglichkeit, das etwas eleganter zu machen. Vielleicht gefällt mir diese Abschrägung nicht so ganz. Ich gehe mal einen Schritt zurück, stelle wieder auf Flat und gehe mal wieder in meinen Edit Mode. Muss leider hier nochmal extrudieren oder Inset Faces machen. So, tatsächlich ist die einfachste Möglichkeit wirklich das Ganze nicht runter zu extrudieren, sondern rauf zu extrudieren. Ja, so einfach ist es manchmal. Ich wähle jetzt hier mal den ganzen Ring an. Versuche das jedenfalls. So. Und gehe hier in meine Frontansicht, ziehe das Ganze hier etwas runter auf die Ebene, die ich gerne hätte. Und nun gehe ich in meine Top-Ansicht, wähle die Zinnen ab, die nicht mit nach oben gehen sollen. So. Und extrudiere das Ganze einfach nach oben. Und schon habe ich hier meine Zinnen schön nach oben extrudiert.